Moin Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge SnowRunner. Yes, wie ihr seht, wir sind im Mud Bandit und hier vorne steht der Tatra. Yes, und für den Tatra habe ich einen neuen Motor. Ich habe ein Upgrade eingesammelt, aber das seht ihr dann im Bonus-Content. Da bin ich eben kurz mit dem Land Rover Defender hingefahren. So, und ich wollte hier gerne, bevor wir hier irgendwas machen mit der Brücke und so weiter, wollte ich gerne mal noch weiter Upgrades einsammeln und den kleinen Panzer, den Tatarin, den wollte ich mir holen und bei der Truckbergung mal gucken, was wir alles brauchen zum Reparieren. So, und deswegen fahren wir nochmal über den Fluss. Mal gucken, wie das so wird. Mit dem Mud Bandit. Der hat ja, glaube ich, nicht so einen großen Schnorchel, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, der war nicht so extrem lang. Deswegen bin ich mal gespannt, ob wir hier durchkommen. So, wir machen auf jeden Fall vorher wieder die Winde irgendwo dran. Ja, müssen wir leider wieder an dem Stamm im Wasser. Aber gucke mal. Easy. Die riesigen Reifen vom Mud Bandit. Haha. Die helfen natürlich. Sehr schön. Oh, das geht ja voll easy. Ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt. So, und wir fahren jetzt hier weiter geradeaus. Genau, hier einmal zur Truckbergung. Und hier oben ist ja der Tatarin. Und wir müssen mal gucken. Ah, müssen wir hier vielleicht irgendwie durch den Wald hoch oder hier hinten hoch? Ah, mal gucken, mal gucken. Wir fahren erstmal weiter und dann schauen wir. Yes! Letzte Folge haben wir ja die, ja, fast komplette Karte erkundet mit dem Land Rover Defender. Hat sie eigentlich ganz gut geschlagen, muss ich sagen. War eigentlich nicht schlecht. Ich meine, wir haben ja eine bilderbuchmäßige Gewässerüberquerung gemacht. Die fand ich super gut. Sogar eigentlich zwei Stück. Ich meine, die erste war auch echt cool. Uiuiuiui. Moment. So. Nicht, dass wir hier umkippen. So, aber ja. Hier ist echt sehr viel Schlamm. Habe ich auch gerade eben. Also seht ihr dann nachher auch im Bonus-Content. Mit dem Defender. Da bin ich dann doch lieber, ja, durch den Wald gefahren, als ich die schlammige Straße gesehen habe. Also, das ist hier echt nicht so schön. Na, guck mal. Differentialsperre bringt hier schon doch relativ viel, würde ich mal behaupten. Und dieses Hin und Her wiggeln, dieses Hin und Her fahren, bringt auch echt viel. So, jetzt schauen wir mal kurz. Ich glaube, der Truck müsste doch irgendwo hier links sein, ne? Ja, genau. Ich glaube, dann könnten wir theoretisch auch hier vielleicht über den Offroad-Bereich abkürzen. So. Einmal über die Wiese. Da haben wir auf jeden Fall mehr Grip und befestigteren Boden. So, und der Truck ist hier vorne. Der Step, ich glaube 310E oder so. Irgendwie so. So, wir gucken nochmal. Genau, Truckbergung. Du scheinst ein sehr einfallsreicher Kerl zu sein. Im nördlichen Sumpf steckt seit längerer Zeit ein verlassener Truck fest. Vielleicht könntest du ihn reparieren und ihn in deinen Fuhrpark und in deinen Fuhrpark aufnehmen. Yes! Sehr schön. Ja. Nehmen wir. Den nehmen wir auf jeden Fall. So, hier runter will ich nicht unbedingt ballern. Deswegen lieber nochmal in Automatik ein bisschen zurückfahren. Und dann fahren wir hier mal an der Seite lang. Dann müssen wir ganz hier vorne lang, oder? Ja. Oder kommen wir hier über die Steine? Jawohl. Ah, fast. Aber warte mal, wenn wir Differentialsperre anmachen. Jawohl! Sehr schön, die Bergziege.
ist wieder unterwegs. So. Dann fahren wir mal ein bisschen von hinten an den Truck dran, an den Step. Und dann schauen wir mal, was dem so fehlt. Und vielleicht können wir auch gleich schon gucken, was der so kann. So, reparieren. Wir haben 150 und er braucht 540. Uiuiuiui. 6 Räder braucht er. Das ist schon krass. Dann, ja komm. Wir ballern einfach mal rein. Das Ersatzrad. Das behalte ich nochmal, glaube ich. Vorsichtshalber. Falls wir noch irgendwie Platten kriegen oder sowas. Obwohl das ja anscheinend auch irgendwie nicht so schlimm sein soll. Wenn man Platten hat. So. Aber den haben wir auf jeden Fall schon mal auf dem Zettel. Moment mal, kann man hier auch gucken, was der braucht? Ja, genau. Da oben rechts steht das auch. Wir haben 150 von 540. Reparaturpunkten 4 von 6 Rädern und 220 Liter braucht der zum Volltanken. Jetzt ist mal noch die Überlegung, ob wir ihn nachtanken. Nee. Nicht mit dem Mud Bandit, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, warum ich hier hochgefahren bin, wenn ich hier weiterfahren muss. Aber macht nichts. So. Uiuiui, also wenn ich da diese Felsen sehe, ich glaube, da müssen wir doch irgendwie so ein bisschen außen rum fahren. Okay, okay, aber hier ist es auch schon wieder so extrem schlammig. Mal gucken, hier sieht es besser aus. Und hier sieht das sowieso besser aus. Hier kommen wir, glaube ich, auch ganz gut hoch. Schauen wir mal. Sind wir noch? Ne, wir sind in Automatik, das ist okay. So. Und dann holen wir uns den Tatarin. Den kleinen Panzer. So, jetzt ist nur die Frage, wir müssen hier jetzt die Ebene auch noch hoch. Wie machen wir das? Wo machen wir das? Hier hinten ist ein bisschen frei. Also da sind keine Steine im Weg, aber... Und hier auch. Aber da müssen wir einmal komplett rumfahren. Das geht doch auch anders, oder? Ich meine, wir haben hier vorne schicke Bäume. Ich weiß ja nicht, aber... Da machen wir doch einfach da eine Winde dran und können sie noch nirgendwo dran machen. Oh! Das macht nichts. So. Jetzt aber Winde hier vorne dran und da an den Baum. Und jetzt Gas geben, winden und gib ihm, würde ich sagen. Na komm. Ui. Yes. Sehr schön. Kein Problem für den Mud Bandit. Und da steht da der krasse Panzer. TUZ 420 Tatarin. Uiuiuiui. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, guck mal, können wir jetzt einfach in ihn hineinwechseln? Ja, können wir. Yes. Okay, die Hupe habe ich mir anders vorgestellt. Aber... Was hat der? Allrad ist immer an, Differentialsperre ist auch immer an. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da fahren wir mal ein bisschen mit dem kleinen Panzer. Achso, fahren wir hier runter? Ah, der hat ja noch keine autonome Winde oder sowas, ne? Aber ich wollte eigentlich doch gerne hier dieses Upgrade holen. Das können wir... Ja komm, das machen wir hier mit dem Tatarin. Ich glaube... Das sollten wir halbwegs schaffen. So, dann kommen wir einfach da lang, wo wir mit dem Mud Bandit hochgefahren sind. Mal gucken, ob wir es dann auch wieder runter schaffen. Vor allem mit einem komplett anderen Gefährt.
Ja, das klappt. Sehr schön. So. Ich denke mal nur, so große Felsen und sowas sind ein bisschen ein Problem für ihn. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und was ihr mir auch schon geschrieben habt. Der ist leider nicht wasserfest. Obwohl es so ein Amphibienfahrzeug ist. Was auch irgendwie ein bisschen, ja, traurig ist. Aber nun gut. Dann ist das leider so. Aber ich denke, der kann echt gut was ziehen. Und wenn man mit einem anderen Fahrzeug irgendwo feststeckt oder sowas, kann er das bestimmt echt gut rausziehen. So. Wir müssen hier... Ja, guck mal, das ist hier wieder so ein Ölfeld. Genau. Also, ich denke mal... Weiß nicht, irgendwie müssten wir hier dann wieder Aufträge kriegen, oder? Dass wir hier das Ölfeld deaktivieren vielleicht? Kommen ja vielleicht noch. Ich weiß gar nicht, haben wir schon alle großen Aufträge aktiviert? So, wo ist denn hier das Upgrade? Das war doch irgendwo... Ach, da rechts. Okay, sehr gut. So, sehr schön. Und mal gucken, was es hier gibt. So, erhöht für den Tiger 6436. Sehr schön. Also mit dem Tiger eine Erhöhung. Dann können wir uns das ja auch mal wieder überlegen, den mal vielleicht mal wieder auszutesten. Ich meine, wir müssen hier diese Verbrauchsgüter und so weiter alle einsammeln. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Ja. So, wir gucken nochmal. Genau, hier haben wir schon alle aktiviert. Ah, hier gibt es noch laut und deutlich. Okay, altes Holzlager in Riss. Lieferung an die Fabrik. Und ans Lagerhaus. Okay, okay. Und Tiger Oil. Ja, Tiger Oil hat hier noch so ein paar Aufträge. Genau, hier müssen wir dann das Ölfeld wieder reaktivieren. Okay, okay, okay. Also, so wie ich mir gedacht habe, das Ölfeld hier oder der Ölbohrplatz, der wird auf jeden Fall wieder hergestellt. Sehr schön. So. Wisst ihr was? Wir gucken uns mal den Tatarin in der Werkstatt an. Yes, und da sind wir in der Werkstatt und wir gucken uns mal den Tatarin an. So, Motor. Gibt's nur einen? Nun gut, nun gut. Schade. So, Getriebe. Komm, wir machen optimiert. Spezial. Federung gibt's auch nur die eine. Na gut, ist ja ein bisschen langweilig. Schlammreifen hat er auch nur die einen. Die Geländewinde. Da machen wir mal die Autonome rein, weil das ist ja... Ja, für einen Scout ist es natürlich am besten. Ich weiß nur nicht, ob die theoretisch überhaupt stark genug ist, um ihn rumzuziehen. So, Rahmenzusätze. Es gibt doch einen Gepäckträger. Der hat dann 150 Reparaturteile, 4 Ersatzräder und 120 im Kraftstofftank. Klingt ja gar nicht mal so schlecht. Tankvolumen ist 300. Vielleicht könnten wir mit ihm auch eben kurz zu dem Step fahren und den mal auftanken. Das wäre eine Idee. So, was gibt denn es hier denn? Genau, hier diese Hörner gibt es übrigens von so einem... ich weiß nicht mehr, wie der Service heißt, aber der ist auch hier von SnowRunner und sowas. Da muss man sich anmelden und dann kriegt man das kostenlos. Habe ich noch nie drauf gemacht, weil irgendwie sieht das nicht so cool aus. Ah, Salz. So, große Warnleuchte, okay. Hier haben wir zwei Warnleuchten, Dachhörner, Doppelhörner. Was ist das? Getönter Sonnenschutz? Achso, da vorne ist so ein kleines Ding, okay. Und da ist noch ein zweites. Ja, komm. Alles drauf da, würde ich sagen. Hier, Doppelhupe. Obwohl die einfachen Hupen... Ah, die sehen cooler aus. Die sehen ein bisschen mehr nach Chrom aus. So, und wir nehmen natürlich die Doppelwarnleuchte. So, was gibt's hier noch? Okay, Dachnebelleuchten. Gefällt mir nicht so gut. Tatarin-Felgen, ja. So, und jetzt schauen wir mal. Okay, okay, okay. Also, die krasse Bemalung hier ist irgendwie so ein... Weiß ich nicht, ein T-Rex oder irgendwie ein Krokodil? Ich glaube, das ist irgendwie so ein Krokodil oder Alligator, irgendwie so. Sieht nicht schlecht aus, allerdings
mag ich das Weiß nicht so gerne. Dahinter, das hätte, die hätten natürlich so einen kompletten Kroko draus machen können. So einen schönen Grün oder sowas. Wäre, glaube ich, cooler gewesen. So. Das gefällt mir. In Rot. Ah. Weiß nicht, der Standard ist, glaube ich, wie sieht denn das standardmäßig aus? In so einem dunklen Grün. Okay, okay, okay. Ist es dieses hier? Ja, das ist, glaube ich, dieses hier, ne? Okay. Aber das helle Grün gefällt mir auch sehr gut. Und das Rot natürlich auch. Ja, komm. Rot. Machen wir. So. Hier gibt es noch eine Hawaii-Figur und den guten Ahorn-Sirup-Erfrischer. So, Aufkleber und so weiter. Spare ich uns. Oder spare ich mir. Und dann... Ja, fahren wir mit dem. Nochmal auftanken. Eigentlich muss es ja nicht sein, ne? Ich glaube, das wäre besser, wenn wir mit irgendwas Größerem hinfahren. Irgendeinen kleinen... Oder einen Servicewagen. So ein... Vielleicht so einen kleinen Tatra oder so. Aber wir gucken uns nochmal hier innen alles an. Ja, sehr spartanisch. Ist ja aber auch Militärfahrzeug. Ui. Hinten können doch ein paar Leute sitzen, auf jeden Fall. Sehr cool. Da sieht man sogar, dass die Lüftung läuft. Sehr schön, sehr schön. Ja. Eigentlich ein cooles Ding. Mal gucken. Achso, Moment. Kann man eigentlich auch... Hier hinten ist ein Anhängershop, ne? Anhänger kann man bestimmt nicht ziehen, oder? Kann ich mir kaum vorstellen. Ja, genau. Kann man nicht. Aber, nur gut. Wir werden schon irgendwie ein Einsatzgebiet für den finden. Zur Not erkunden wir den Rest mit dem oder so. Yes, mal gucken. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, ich wechsle mal zu einem kleinen Servicefahrzeug. Yes, da ist sie. Die beste Hupe im Spiel. Eine zweitbeste. Yes, ich habe mir gedacht, komm. Den kleinen Tatra, den schnappen wir uns. Und wir müssen aufpassen, wir dürfen nicht zu viel Kraftstoff verbrauchen, denn der Tatra hat obendrauf nur, ich glaube, 80 und im Tank 190. Und wir brauchen ja 220 Liter für den Step. Deswegen, ich hoffe, wir kommen gerade so hin. Ansonsten müssen wir nochmal kurz mit dem Matt Bandit zurückkommen. So, ich gucke mal, ob im Lastengang plus, ob wir hier besser durchkommen. Und ich bin mal gespannt, ob wir hier durchs Wasser kommen. Das könnte ja auch noch ein bisschen, ja, gefährlich werden. Vor allem, weil, ja, der Tatra ist ja kein Scout. Und deshalb hat er keine autonome Winde. Also, wenn der Motor abwirkt, voll mit Wasser läuft, dann können wir die Winde nicht mehr benutzen. Yes! Das könnte ein kleines Problem werden. Aber ich gucke mal, wie sieht denn das hier eigentlich aus mit den Schnorcheln? Ich weiß gar nicht mehr, wo der... Hatte der eins? Doch, da oben. Hinter dem Führerhaus. So ein Doppelschnorchel. Okay, okay, okay. Also, vielleicht sollte das klappen. So. Ich gucke mal. Eigentlich müsste aber die Winde jetzt ein bisschen länger sein, oder? Ah. Wir kriegen trotzdem nur die hier, diesen einen Ast. Na gut. Aber gucke mal. Vollkommen unnötig, dass ich mir Sorgen gemacht habe. So, mit Differentialsperre, genau. Geht das hier easy peasy raus? Darauf erstmal eine kleine Hupe. Sehr schön. Ja, gucke mal. Easy. So, wir haben 14 Liter verbraten. Mann, Mann, Mann. Es dürfen auf jeden Fall keine... Was sind das dann? 60 werden? Ich glaube ja. Also, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, aber... Naja, was soll man machen? Wir müssen ja fahren.
Vor allem hier durch dieses ganze unebene Gelände, beziehungsweise durch den ganzen Schlamm. So, ich versuche es natürlich so weit wie möglich hier so ein bisschen, sehr schön, ein bisschen Offroad zu fahren. Na komm. Das ist immer ein bisschen nervig, wenn man ein kleines bisschen nur zurücksetzen will. Und im Lastengang ist. So. Hier müssen wir aber auch ein bisschen aufpassen, denn der kleine Tatra, wie ist er denn noch? 608? Ne, 805. Schaut doch mal, 608. 805 ist ja auch ein bisschen kippanfällig. Mann, 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 jetzt kommen wir nicht über den Stein da. Ja, aus dem Matsch heraus über so einen großen Stein ist natürlich auch ein bisschen doof. So, hier sollten wir eigentlich ganz gut durchkommen. Sehr schön. Und hier ist ja auch schon ein bisschen Rasen. Da können wir ein bisschen rasen. Na, nicht wirklich, aber trotzdem. So. Ich versuche mal hier oben lang zu fahren. Obwohl die Steine machen es dem Tatra nicht so leicht. Ah. Da müssen wir so ein bisschen go with the flow. Gerade so ein bisschen nach rechts gesprungen. Komm, dann müssen wir auch ein bisschen rechts lang fahren. Okay, okay, okay. So, wie fahren wir denn am besten zu dem Step? Ich denke mal, hier genauso wie mit dem Mud Bandit, oder? Hier vorne einmal rüber. Beziehungsweise vielleicht auch einfach durchs Wasser. Klappt eigentlich. So, wir gehen mal in Differentialsperre. Lastengang Differentialsperre. Oh, oh, oh. Gefährlicher Wasserstand. Okay, okay, okay. So. Aber wir sind auf jeden Fall da. Yes. So. Wir wollen mal reparieren. Und zum Glück haben wir vorhin die vier Räder schon mit reingemacht, denn der Kofferaufbau hat nur zwei Räder dabei. Aber, bam, wir haben alles. Sehr schön. So, ach guck mal, im Gepäckträger hätten wir auch nochmal 200 Temperaturpunkte. Also easy. Sehr schön. Und jetzt tanken wir nochmal nach. Vom Gepäckträger in den Step. Genau. Und dann auch nochmal von dem Tatra rein da. Sehr schön. So. Dann würde ich sagen, wechseln wir hier mit zu dem Step und wir gucken uns den auch in der Werkstatt an. Yes! Und da sind wir mit dem Step 310E in der Werkstatt und wir gucken ihn mal hier an. So, der LAZ6T60, das ist auch der Motor, der in dem kleinen Tatra drin ist. Das weiß ich, weil ich den gerade eben ausgebaut habe und verkauft habe. Und den hier haben wir nämlich, glaube ich, auch vorhin gefunden. Beziehungsweise ihr seht das dann nachher im Bonus-Content. Glaube ich jedenfalls. So, und das ist dann ein S+, A- B+. Also, Verbrauch geht ein bisschen hoch, aber alles andere steigt. Also, ich würde mal sagen, ist ein bisschen besser als der Voin. So, gucken wir mal, Schnellgetriebe Offroad. Ich glaube, hier in dem Bereich nehmen wir eher das Offroad-Getriebe. Gucken wir mal, wir haben auch schon gleich die Erhöhung. Das ist doch sehr schön. So, Reifen. Uiuiuiui. Also der kann auf jeden Fall wieder viele drauf machen. Ah, aber keine Schlammreifen, sondern nur die Offroad. So, wie war das denn jetzt nochmal? UOD 1 oder 2? Ich glaube, die 1er waren besser für Schlamm? Kann das sein? Oder waren es die UAD 1 und 2? Och Mann. Da muss ich nachher wieder mal in der Liste gucken. Ich mach mal erstmal die UOD 1 drauf. So, Winde natürlich Medium optimiert. Differentialsperre hat er. Das ist gut. Ersatzrad hat er jetzt auch. Auch sehr gut.
Schnorchel, langer Pilz oder hier Rundkappe mit Luftfilter? Ja, wir nehmen natürlich den langen Pilz. Da können wir ein bisschen tiefer ins Wasser. Rahmenzusätze. So, jetzt schauen wir mal. Den Schwerkran, Holzauflieger. Also mit dem können wir auch schön Holz fahren. Lange Stämme. Gucken wir mal. Plitschenwagen, kaufen wir Aufbau, Holztransportaufbau. Ah, auch für mittelgroße und Kurzholz. Sehr schön. Dann haben wir nochmal einen, ja, höchstwahrscheinlich potenten Transporter für mittlere Stämme. So, Wartungskofferaufbau, Metalldetektormodul. Ah, auch sehr gut. Pitstoffbau, Kraftstofftank, Abschleppbühne. Okay, okay, Wassertank, Auslegerkran und so weiter. Das sind ja die Standardsachen sozusagen. Ich glaube, ich mache mir mal den Auslegerkran drauf mit Sattelkupplung niedrig. Oder geht das mit der Pritsche zusammen? Yes, geht sogar. Ich glaube, dann machen wir das mal so. Und ja. Ich gestalte ihn mir hier nochmal schnell. Diese riesige Klimaanlage. Nee, das muss nicht sein. So, Doppelwarnleuchten. Ja, ich glaube, ich mache mal die Warnleuchten drauf. Und hier doppelten Hupen. Ja, die Doppelhupe, die einseitige. Das gefällt mir. So, das ist der Standard. Das sieht cool aus. Ah, es geht. Sieht auch cool aus. Mit der Winde. Ich glaube, ich nehme erstmal mal den hier. Ja, hier gibt es noch einen Kabinenschutz. Aber dann ist der Kran weg. Das wollen wir nicht. So. Uiuiuiui. Also hier gibt es so ein bisschen diese nordischen Knoten, Runen, was auch immer. Ja, ist nicht schlecht. Passt ja auch mit dem Weiß, mit der weißen Stoßstange und sowas. Ganz okay. Aber komm, wir halten ihn mal blau. Sehr schön. So, Wackelkopffiguren gibt es natürlich hier wieder. Die Hawaii-Dame. Und wieder ein bisschen Ahornsirup drauf. So. Sehr schön. Gucken wir mal. Alter Tada. Genau. Differenzialsplitter nur im Lastengang. Und das Wichtigste. Müssen wir jetzt noch kurz testen, hä? Sehr cool. Yes. Sehr schön. So. Dann würde ich sagen, Warnleuchten aktivieren und ihr Kanal abonnieren. Und wenn euch die Folge gefallen hat, bisschen andere Folge, einfach nur mal ein paar Sachen geholt und so weiter, gerne einen Daumen nach oben da lassen und einen Kommentar und ein Abo. Und ja, dann geht das nächste Folge weiter. Und ich würde sagen, hier mit dem kleinen Step, naja, klein, mit dem Step 310E, mit dem können wir vielleicht mal diese verlorenen Güter ein bisschen einsammeln schon mal. Zwei Stück können wir ja uns hinten draufballern. Und da hinten seht ihr ja schon den Tatra mit der Abschleppbühne. Die hat es mir echt angetan. Mit dem wollen wir dann das nächste Mal wahrscheinlich den kleinen TUZ holen. So. Darauf erstmal noch eine Hupe. Yes. Und jetzt gibt es noch ein bisschen Bonus-Content. Also, ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal.